Eine alte YouTuber-Bauernregel sagt, wenn der Tisch ist voll, dann ist es wohl ein Haul-Video. Hallo Freunde, willkommen in der Noppenkitzenscheune. Mein Name ist Blockster und ja, es ist mal wieder soweit, es ist mal wieder Haul-Zeit. Und ich lasse jetzt sein, es gibt jetzt keinen Rhyme mehr. Also, kleiner Spaß, der muss aber nochmal sein. Nein, Schluss jetzt. Freunde, ich habe von euch wieder tolle Post bekommen. Dafür danke und deswegen dieses Haul-Video, weil ich finde einfach, ich möchte so ein bisschen meine Dankbarkeit ausdrücken und möchte diese Freude, die ich habe, auch mit vielen anderen teilen, damit ihr wisst, was es für coole Menschen da draußen gibt. Danke an alle, die mir was geschenkt haben oder mir was zur Verfügung gestellt haben. Und vielleicht freut ihr euch auch an meinen, ja, nicht ganz unerheblichen Einkäufen. Und deswegen fangen wir doch gleich mal an und nehmen wir mal gleich eine kreative Person, die mir was zukommen lassen hat. Und das ist ein Designer, guter Freund, Kommentarschreiber in vielen Streams dabei und auch auf vielen Discords, der liebe Ruhrpott Markus, der mir hier mein Channelnamen, mein alter Ego, Blockster in Lego Transclearstein geschenkt hat. Richtig cool. Ihr habt es vielleicht in dem einen oder anderen Video schon im Hintergrund gesehen. Richtig nice, richtig toll. Und die Hedda meinte schon, das müssen wir irgendwie beleuchten. Das machen wir auch noch. Und dann wird es noch ein größerer Hingucker, als es eh schon ist. Markus, dafür vielen, vielen lieben Dank. Es stand jetzt immer da oben im Regal. Und vielleicht habt ihr schon in einem oder anderen Video gesehen. Aber dann bleiben wir mal da oben im Regal. Da seht ihr vielleicht schon die lieben Tulpen. Die habe ich mir nämlich auch bei Lego gekauft und der Hedda geschenkt. Einfach aus dem Grund, weil Hedda in den Niederlanden studiert hat. Das ist für mich das Land der Tulpen und deswegen muss es sein. Da seht ihr die schönen Tulpen. Die haben wir noch ein paar Mal, ich glaube dreimal haben wir die gekauft. Und da oben sind sie schon aufgebaut. Da kann man übrigens auch reinbeißen. Die sind nicht so giftig wie Tulpenzwiebeln. Also giftig vielleicht schon, aber lassen wir das, Freunde. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich genau anfange. Fangen wir mal lieber an. Hier, ganz wichtig eigentlich. Diese Tasse ist eigentlich die Tasse von, ja, von der Hedda, von mir. Und von lieben Michael aus unserer tollen Aktion Bricks for Kids. Danke nochmal an alle, die da damals oder immer noch dran teilnehmen. Aber sie ist hier powered by Doc Tom. Und ich finde, stellvertretend für alles, lieber Tom, Dankeschön. Und das Coolste ist halt, sie ist unterschrieben. Ich habe sie vom Doc Tom unterschrieben. Also warum nicht auch mal euch aus der Community, ne, dran teilhaben lassen? Ich finde das richtig cool, ich bin richtig glücklich bei deiner Powered-by-Tasse, dass dein Name da drauf ist. Lieber Thomas, vielen, vielen lieben Dank. Du bist ein toller Freund, guter Mensch. Wir sind so froh, dass wir dich haben. Ja, das war die Tasse. Die stelle ich auch. Nein, ich lasse dich hier stehen. Und bei Tassen bleiben wir auch. Ihr habt es vielleicht gesehen auf Instagram. Der liebe André, der Jäger der verlorenen Steine, hat mir hier die Tasse zukommen lassen, die und seine Minifigur, verlorenen, meine Freunde, der Film heißt ja Raiders of the Lost Ark, deswegen natürlich der Jäger der verklemmten Steine. Und so verklemmt ist er gar nicht, der liebe André. Da zeige ich ihn euch nochmal als Minifigur. Ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann. Guckt mal, ich habe bei Instagram das mal geteilt gehabt. Also richtig coole Minifigur, richtig coole Tasse und richtig cooler Dude. Den Kanal verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Aber ich glaube, ihr kennt ihn eh schon alle, den Kanal mit seiner Microscale City. Richtig cool. Ja, und dann etwas, wo ich richtig drauf stolz bin. Der liebe Doschten hat mir seinen Krug zukommen lassen, nachdem ich ihm meine Tasse geschenkt hatte, eigentlich aus einem Malheur. Deswegen habe ich ihm die geschenkt. Hätte er gar nicht mir den Krug schenken müssen, aber ich bin richtig froh. Lieber Thorsten, Dankeschön. Das ist ein cooles Gimmick für mich, vor allen Dingen, weil ich wirklich gerne Getränke aus Tassen oder Krügen trinke und deswegen wird das wahrscheinlich wirklich öfter benutzt. Die meisten Tassen benutze ich gar nicht, aber den werde ich wirklich richtig benutzen und kleiner Spoiler habe ich schon. Das hast du ja gesehen, lieber Doschen. Ich habe dir schon Foto geschickt. Vielen, vielen lieben Dank für diesen coolen Krug. Richtig cool. Ja, so, dann habe ich hier noch Post bekommen. Das möchte ich euch vorlesen auf jeden Fall. Hallo Blockstar. Nachdem ich damals unvorbereitet deine 1000 Abonnenten miterlebte, möchte ich dir nun zumindest für die 2000er Stufe etwas zukommen lassen. Das erste ist einer der Spendensteine von der Star Wars Fans, von den Star Wars Fans Hannover, welche bei den Hildesheimer Steinewelten 2020 für einen guten Zweck verkauft werden sollten.
Da wäre ich ja gern dabei gewesen, hat aber leider nicht geklappt. Dementsprechend findet sich das Vereinslogo wie auch der Spendenpartner darauf wieder. Als Star Wars-Fan und gebürtiger Niedersachse solltest du einfach einen davon haben. Das zweite geht zurück auf deine und Hedders Livestreams mit Michael Reimann. Auf das Produkt aus Berlin bin ich zufällig über einen Artikel aufmerksam gewesen. Mangels Alkoholkonsum kann ich leider kein Statement zur Qualität abgeben und habe mich auf das im Artikel erkennbare Engagement der Produzenten verlassen. Vielleicht ergibt sich ja mal die Option einer Live-Verkostung mit entsprechendem Fazit. Hoffe ich wirklich. Alles Gute und bitte immer nur weiter so. Beste Grüße, Imperial Brick. Lieber Lutz, ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Und das ist dieser Stein, der richtig cool ist, vor allen Dingen, weil hier wirklich The Northern Outpost Star Wars Fans Hannover, richtig schön. Den könnt ihr jetzt leider nicht so gut sehen. Das ist halt ein kleines Steinchen. Da machen wir aber auch nochmal eine Instagram-Story drüber oder sowas. Richtig schön. Für mich wirklich als Niedersachse und Star Wars Fan toll. Und ich wäre ja eigentlich auch bei den Hildesheimer Steinewerten dabei gewesen, wenn nicht gerade draußen dieses Disease ist, was wir gerade alles mitbekommen. Und hier ist der wirklich schöne Rübbelberg Premium Eierlikör aus Berlin. Den haben wir noch nicht aufgemacht. Das machen wir demnächst mal irgendwann. Freue mich drauf. Er soll ist aus Bio-Eierlikör und hat auch Bio-Vanille oder Vanille. Da freue ich mich richtig drauf, denn Vanille ist so meins. Man sieht schon schöne Stückchen hier. Ja, ihr wisst ja, Alkohol nur in Maßen und so. Und Eierlikörchen ist ja eh auch eher so ein, ja, es ist Premium-Eierlikör. Also will ich gar nicht was zu sagen. Freue ich mich richtig drüber. Und ich glaube, die Hedda freut sich vielleicht noch ein bisschen mehr. Also richtig nett. Vielen lieben Dank, liebe Imperial Brick. Apropos Hedda. Die Hedda hat mir einfach mal so zwischendurch hier so einen kleinen Flyer von Rossmann mitgebracht. Finde ich auch cool. Wollte ich euch mal nicht vorenthalten, weil die liebe Hedda und ich das immer mal so machen. Uns so zwischendurch einfach mal so ein kleines Lego-Setchen schenken. Ja, dann seht ihr hier zwei Kobi-Sets. Ich habe beim lieben Thorsten, ihr kennt ihn alle, Johnny's World, im Stein gemacht, dass mir hier zwei Kobi-Sets bestellt, weil ich auch irgendwie bei dieser Aktion mitmachen wollte. Es ist ja bei allen drumherum immer noch eine Aktion für Kinder. Und ich habe gedacht, am besten kann ich mitpartizipieren oder mit meinen Teil zu beitragen, wenn ich einfach was kaufe. Und dann warum nicht von Kobi? Und ich finde, es ist so viel Scheiß da draußen im Internet, da passt hier so ein kleines Dixi-Klo ganz gut. Und ich freue mich hier auch schon, meine Fakten zu erzählen zu dürfen zu diesem Dixi-Klo. Das finde ich richtig super, habe ich so oft schon kaufen wollen und habe mich jetzt endlich mal durchgerungen. Ja, und dann natürlich, wer mich kennt, weiß, dass ich einen kleinen Fable für sowjetische Stahlerzeugnisse habe und deswegen hier das Kubiset 2235, den PT-76, wo es auch eine ganze Menge zu erzählen gibt. Und das ist eh noch ein Teil aus der Vietnam-Serie, die ich noch nicht ganz vollständig habe. Und deswegen brauchte ich dieses Fahrzeug noch unbedingt. Freue ich mich drauf. Ja, genau. So, dann, wo ich mich auch drauf freue, weil die Mode King Züge haben es mir doch irgendwie angetan, dass ich mir hier das Lego Set 6051, den in Umgangssprache ICE genannten Zug, besorgt habe bei eBay Kleinanzeigen. Der Karton ist jetzt schon ein bisschen, ja, hat schon ein bisschen gelitten, aber ich finde den Zug eigentlich ganz, ganz nett und ich habe ihn sehr gut geschossen. Ich glaube, für knappe 100 Euro irgendwie aus der Nähe von Hamburg. Bin echt sehr gespannt. Mein erster normaler Zug. Ich habe von Lego sonst noch den Güterzug. Ich freue mich darauf, da so ein bisschen mehr in das Zug-Business abdriften zu dürfen. Es macht echt Spaß und in jede City gehört ja auch irgendwie so ein Personenzug. Und warum dann nicht hier so einen, der so ein bisschen aussieht wie einer von unserer Deutschen Bahn. So, dann packe ich den Karton aber auch mal nach unten, denn ich brauche gleich Platz für ein bisschen mehr. So, den packen wir auch mal weg. Das war übrigens das Kobi-Set 1788, nochmal für unsere Kobi-Fans, Kobi-Jünger. Ich habe hier noch ein Paket bekommen vom lieben Daniel, kennt ihr auch, Made in Billund oder seit neuestem Mr. Blister. Den habe ich was abgekauft, Lego. Und ich hoffe, ihr freut euch oder könnt auch so ein bisschen die Leidenschaft teilen, wie ich für, ja, Lego aus Kindheitstagen. Und das hier ist was ganz Besonderes, nämlich ja meine Ersatzdroge damals für die nicht vorhandene Lego Star Wars Lizenz, die es ja damals, als ich Kind war,
nicht gab. Ich habe mir Lego Star Wars immer mit folgenden nachgebaut. Und ich reiße es einfach mal auf, muss ja auch sein. Richtig gut verpackt. Oh, cool. Daniel, Dankeschön. Haus, Home of the Brick. Er hat mir aus dem Lego-Haus Steinchen mit beigepackt. Wow, deswegen hat er auch nachgefragt, ob ich schon mal da war. Vielen, vielen lieben Dank, lieber Daniel. Dankeschön. So, und da ist es. Natürlich original verpackt. Nicht offen, doch, es war schon mal offen. Ach so, alles klar, okay. Aber mit Originalkarton, nämlich Blacktron 6878. Den quasi, ja, ich habe ihn immer so, ja, AT-ST von Blacktron genannt. Mit Blacktron habe ich immer ganz besonders mein, ja, Star Wars nachgebaut und alles ordentlich verpackt, wie man es kennt. Aber vor allen Dingen hier mit der Originalverpackung und Anleitung sowieso. Daniel, vielen, vielen lieben Dank. Ach, schaut euch mal diese alten Verpackungen an, die sind einfach super. Bei M-Tron ja genauso, richtig nice. Ja, muss auch mal sein. Ich werde jetzt nicht der größte Sammler von den alten Lego-Sets, aber so M-Tron und Blacktron, die haben es mir total angetan. So. Aber auch hier muss der Karton zur Seite. Ups, jetzt fällt hier alles um. Nicht weiter schlimm. Ich habe noch von einem lieben Menschen Post bekommen. Vom lieben AT. Da bin ich auch mal gespannt, was hier drin ist. AT kennt ihr ja auch. Ups, da ist was runtergefallen. Kennt ihr ja auch alle aus den Streams oder BBFH, beziehungsweise aus ja, so manchen Kommentaren unter den Videos. Und seinen YouTube-Kanal verlinke ich euch auch. Er hat mir seine Sigfig, die ich mal schnell zusammenbaue, geschenkt. Ich hoffe, die Kamera fängt sie ein. Ziemlich cool. DJ AT. Ich hoffe, man kann es sehen. Geht in meine Sigfig-Sammlung. Ich stelle dich mal hier oben drauf auf meinem Blogster. Und da war auch ein Brief dabei. Den lese ich vor. Hallo Bloxy, hier nochmal ein kleines Dankeschön für die Tasse in Form meiner Sigfig. Liebe Grüße an Hedda, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Schätze dich sehr. Wie gesagt, würde mich mal über einen gemeinsamen Stream freuen. Lieber Etty, das machen wir auf jeden Fall, habe ich ja schon gesagt. Müssen wir mal schauen, in welchem Format. Vielleicht mache ich mal einen Community-Stream oder einen Discord-Stream. Das kriegen wir hin, auf jeden Fall versprochen. Und jetzt sogar hier live im Internet, das vergisst ihr nie etwas. So. Schön verpackt auch hier, richtig cool. Eine Sigfig mehr. Freue mich schon. Der kommt ja in der lustre Runde. Da oben haben wir noch ein paar. Den Ben, Kamerin, den Michael Steiner Stein und. Ja, Freunde, dann habe ich mir was gegönnt. Und warum ich mir das gegönnt habe, kann ich euch gleich zeigen. Aber erstmal hier, ich habe mir ein T-Shirt gegönnt. Ich kaufe ja auch immer viel Requisiten und so. Das wollte ich euch mal zeigen. Ich habe mir ein T-Shirt mit dem Logo der Firma Messerschmitt gegönnt. Denke mal, Messerschmitt ist ja ein Begriff, ist aufgegangen in Airbus später, oder Messerschmitt, Bölko Blohm und dann zu Airbus. Heute ist es eher DS, oder, also genau. Und ja, warum ich mir das Messerschmitt-Logo gekauft habe als T-Shirt, da kommen wir gleich zu. Aber ich wollte euch nur mal sagen, ich kaufe mir halt ja auch immer viel Kram für Requisiten. So. Aber ich war bei Star Wars davor stehen geblieben und Freunde, schaut mal hier, die Razor Crest. Und da oben seht ihr sie auch stehen. Ja, Night Vision Bricks hat mir seine Razor Crest zur Verfügung gestellt, dass ich sie euch mal zeige. Und ich habe sie ja nicht, ich habe ja nur die andere Razor Crest. Und freue mich, es gibt kein Vergleichvideo, keine Angst. Diese Razor Crest ist was ganz Besonderes. Also nicht diese hier, sondern diese hier. Die ist nämlich etwas anders als wie die hier. Und da freue ich mich richtig, ein ausführliches Video zu machen. Leute, seid gespannt. Ich kann nur sagen, alle, die für so ein bisschen Elektrik in Klemmbausteine auch stehen, die haben Spaß dann an dem Video. Generell auch seinen Instagram-Kanal, den verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. So, die Anleitung, vorsichtig, gehört nicht mir, geht an die Seite. So, Freunde, wichtiger Teil von heute ist ja, was man sich gekauft hat. Und ich habe ein bisschen, ja, nachdem mir Modbricks ja ein bisschen was zur Verfügung gestellt hat, habe ich gedacht, ich muss trotzdem auch noch mal ein bisschen... Ich baue noch ein bisschen mehr drumherum und ja, Modbricks hat mir auch ein paar Mega Construct Sets über Pokémon zur Verfügung gestellt und ich dachte mir,
Gucken wir mal, wie andere Pokémon gemacht haben. Und da Cuman jetzt ja gerade so in aller Munde ist, habe ich mal so ein bisschen randaliert im Internet und habe auch mal in China bestellt. Und ja, was soll ich euch sagen? Ich habe von Keyplay mir ein paar Pokémon-Sets besorgt. Keyplay, also Cuman, hat ja im asiatischen Raum die Lizenz für Pokémon, nicht in Europa. Aber naja, man kriegt ja über einschlägige Börsen die Sets. Und ja, Keyplay, 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 Pika, Pika, Pikachu, habe ich mir ein paar Pokémon-Sets besorgt. Also, es heißt ja Gotta Catch 'em All. Ich habe natürlich nicht alle, aber hier, ne? Geh auf. Da, so schaut's aus dann. Ne, in so einer Ballform mit Noppen oben drauf. Ich fange euch alle ein. Also, kommen noch ein paar. Und hier. Und da unten auch noch. Oh. Ha, Freunde. Das sind ja, ich weiß, bei weitem noch nicht alle Pokémons. Aber ich bin mir echt gespannt, wie die Qualität ist. Gerade im Vergleich zu hier. Diesen Pokémon, den ich mir dann auch wirklich gekauft habe von Modbricks. Natürlich in sehr groß. Hier von Mega Constructs mit der Lizenz halt für der Welt, keine Ahnung was, und hier halt eigentlich für Asien, aber ich als Privatmann kann mir die ja trotzdem besorgen, das ist ja nicht verboten. So, und dann habe ich noch hier Hot Wheels, habe ich auch noch nicht, bin ich echt gespannt, hier mit den Figuren Tiger Shark, Monster Truck, und da hinten gibt es ja noch ein paar mehr, bin mir echt gespannt, wie die sind, gibt es ja auch bei Rossmann mittlerweile, glaube ich, echt, ja. Ich meine, mit Hot Wheels haben wir alle gespielt, ne? Deswegen. So, dann habe ich mir gekauft. Das Set hat mir nämlich gefehlt. Und Pantor habe ich euch ja schon vorgestellt als Video. Jetzt hier nochmal eine Version. Ich glaube sogar nicht in Flausch. Das kann man hier auf diesem Artwork nicht so gut erkennen. Aber ich wollte halt das mir holen hier. Das passt halt zum Castle Grayskull, was mir Modbricks zur Verfügung gestellt hat. Da habe ich mir gedacht, komm her, kaufst du dir das auch noch. Dann hast du da alles. Pantor in Point Dread, richtig cool, mit meinem lieben Freund Skeletor in Battle Armor Rüstung, glaube ich. Also ich bin echt gespannt, und der Karton fühlt sich auch wirklich cool an, also fühlt sich sogar noch besser an, als die von dem Pantor, oder die ich jetzt schon in der Hand hatte. Oh, es wird eng, Freunde, es wird eng. So, stellen wir mal dahin. Dann habe ich mir gekauft, Kubi, Kettenkrat, 2401, das passt halt ganz gut in die Afrika-Core-Reihe, die ich jetzt ja schon angefangen habe, und so ein Kettenkrat, da kann man auch viel, viel zu erzählen, deswegen habe ich mir das auch besorgt, gekauft. Ebenso wie den Ford, das Maultier, den kranken Ambulanzwagen, auch deutsches Afrika-Core, wir sehen es schon, das ist das Kubi-Set 2518, muss auch sein, hier unten schreit einer, aua, aua. Hoffe nicht zu schlimm. Bin mal gespannt, was man dazu erzählen kann. Ich meine, Ford bei einem Wehrmachtfahrzeug, da gibt es eine Menge zu erzählen. Wie gesagt, ich habe angefangen mit Afrika Core. Dann machen wir da auch ein bisschen weiter. Und ich habe ja eben gerade gesagt, Messerschmitt. Und jetzt kommt's. Ich habe mir nämlich die neue Me 110 bzw. BF für Bayerische Flugzeugwerke 110 hier in der Version D von Kubi gekauft. Das ist ja ganz neu, die 5716 Pet Printed. Und deswegen finde ich, passte ganz gut das Messerschmitt-T-Shirt. Da freue ich mich drauf. Das werde ich gleich als erstes bauen hier, die Me 110. Da gibt es nicht eine Menge zu erzählen, denn die Geschichte der Me 110 ist auch eine so, ja, voller Widersprüche. Bzw. BF für Bayerische Flugzeugwerke. Übrigens, ne, da hat auch ein bisschen BMW was mit zu tun. Ja, Freunde, da ist nicht nur mir heiß geworden hier unter den Softboxen, sondern auch der lieben Kamera aus dem Hause Sony, und deswegen mussten wir einen Cut machen. Das mag ich eigentlich gar nicht, denn ich möchte eigentlich immer diese Haul-Videos in eins durchdrehen, aber ich habe wahrscheinlich zu viel gekauft mir und zu viel gelabert, und auch wegen dem Labern hier, dass ihr seht, dass ich vorhin kein Quatschgerät habe, wie aus dem Krug vom Thorsten, Entschuldigung. Bisschen Flüssigkeit für meine Stimme. Und wir sind auch gleich durch. Die Kamera hält bestimmt jetzt noch durch, denn ich habe nur noch zwei Sachen, denn ich habe nämlich hier im Karton noch ein Pokémon vergessen. Wie kann es sein? Also wie gesagt, ihr wisst ja, gonna catch them all. Ich wiederhole mich. Und
noch was ganz Cooles, was ich mir besorgt habe, nämlich Rick and Morty, mein erstes Set von McFarlane Toys. Und gerade hier in der Version mit, ja, Snowball, eine tolle Folge mit dem Hund, der quasi die Weltherrschaft an sich reißt. Und es gibt dann auch so viele tolle, also ich bin ein großer Freund von Rick and Morty. Get Swifty ist nicht jedermanns Sache, aber viel mehr bin ich gespannt auf die Steine, weil McFarlane, der ja auch wirklich viel fließt und das sieht auf dem ersten Blick alles halt richtig, richtig gut aus. Sogar noch mehr, Entschuldigung, nochmal einen Schluck nehmen hier. Das ist sogar noch mehr irgendwie Kleinbaustein-Modellbau als bei meiner Lieblingsfirma aus Polen. Ja, Freunde, so, das war's. Ist eine Menge Arbeit, was Videos angeht, aber ich freue mich drauf. Gerade jetzt hier so mal Q-Man bzw. Keyplay hatte ich ja noch nie, das mal zu bauen. Vor allen Dingen, glaube ich, wird es auch ein Riesenaufwand. Da freue ich mich aber auch, nehme ich gerne an, hier über Pokémon ein bisschen was zu erzählen. Wenn von euch da draußen einer ist, der sagt, ich bin Pokémon-Profi, ich kann dir eine Menge dazu erzählen, ich kenne die alle auswendig, bitte gerne bei mir melden. E-Mail findet ihr in der Kanalbeschreibung oder ihr schreibt mir auf Instagram, Twitter oder Facebook, weil ich glaube, so ein bisschen Unterstützung von so einem Profi bei all den, wie viel gibt es, 500, 200, 300, ich weiß gar nicht, Pokémons, das wäre schon ganz nice. Und vor allen Dingen, weil ich eigentlich mich nur auskenne mit Team Rocket. Ich habe früher die Zeichentricksendung geguckt, aber war immer, wie immer, auf der Seite der vermeintlichen Bösen. Ja, Freunde, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ich wollte euch einfach, wie gesagt, ein bisschen teilhaben an AT, an den Markus und an Doshten und an Thomas und dann Imperial Brick und hier. Ne, freut euch drauf auf das Video wirklich vom Night Vision Bricks. Das Teil ist richtig cool, was da an Kabeln verlegt worden ist. Also freue ich mich richtig drauf. Also ja, ich hoffe, ihr habt euch gefreut. Ich konnte euch wieder ein bisschen Lächeln ins Gesicht zaubern. Habt eine schöne Zeit. Vor allen Dingen bleibt gesund, lasst euch nicht verrückt machen. Habt Spaß am Klimmen, egal mit welcher Marke. Wir sehen uns hier, euer Freund, auf Wiederbauen, der Blockstar.